Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Louis Bär Barbecue. Ja, meine Freunde, endlich haben wir es geschafft hier. Wir können endlich mal wieder Video drehen. Durch meinen neuen Job, den ich habe, bin ich da sehr eingebunden hier. Wirklich sehr schade, aber heute können wir endlich unserer Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Wir zaubern mal wieder was Leckeres vom Grill. Meister, was werden wir heute Tolles machen? Ja, eine ganz besondere Kürbissuppe steht auf der Agenda heute. Ja, mehr verraten wir erstmal nicht. Wir wollen ja, dass ihr dran bleibt, würde ich sagen. Sehr richtig. Und wie wir das gezaubert haben, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Für unsere Zubereitung von unserer Kürbissuppe benötigen wir folgende Zutaten. Ja, natürlich unser Star, der Kürbis. Dann haben wir ein bisschen Limone. Wir wollen es jetzt so ein bisschen asiatisch anhauchen, deswegen auch Zitronengras. Ein bisschen Zwiebel brauchen wir. Hier habe ich einen Knoblauch, den werden wir mal probieren. Den habe ich vom Knoblauchkult vom Gregor bekommen. Dann haben wir eine Habanero daneben liegen. Die werden wir auch nur so ein bisschen kurz mal mitköcheln lassen. Die hat nämlich ganz schön Dampf. Auf jeden Fall Ingwer werden wir brauchen. Und wir haben ein Baharat-Gewürz. Habe ich bei uns einfach mal probiert. Ich fand das eigentlich ziemlich geil in der Küche. Da ist ein bisschen Cayenne, Pfefferkörner sind da drin, Nelken, Zimt, Koriander, Kardamom und ein wenig Kümmel. Und ich finde, die passt so in den Rahmen rein und natürlich so ein bisschen Brühe zum Angießen. Ja, was wir dann noch haben, ist ein bisschen Schinken. Hier, da haben wir ein bisschen mehr auf Lager, haben jetzt nur ein bisschen gezeigt, damit wir dieses wunderschöne Gemüse für uns Fleischliebhaber erstmal essbar machen. Und was wir uns auch gedacht haben, wir nehmen keine Suppenschüssel, wir nehmen heute ein richtig schönes Bauernbrot. Das werden wir aufschneiden, daraus dann eine Suppenschüssel basteln, ein paar Kürbiskerne oben als Crunch drüber. Und das sollte doch eigentlich perfekt werden hier, passend zur Jahreszeit. Ja, ich würde sagen, wir legen jetzt los und dann sehen wir uns gleich wieder. Jo, ich sag euch, Hokkaido-Kürbis, der hat schon ganz schön in sich das Ding hier, Alter, zu zerlegen. Ja, so sieht er natürlich von innen aus. Die Kerne werden wir rausmachen, die werden wir auf keinen Fall wegschmeißen. Die werden wir so ein bisschen reinigen. Von den Fäden werden wir es lösen und vielleicht nehmen wir es auch als Topping. Nochmal kurz in der Pfanne angebraten oder sowas. Könnten wir uns überlegen. Ja, ne? Können wir oder mal. Als Snack ab in den Ofen. So, hier kommen die Kernchen. Was besonders bei dem Hokkaido ist, ist ein Kürbis ganz faule. Ne? Man kann herkommen und kann die Schale mit essen. Das heißt, wir brauchen die nicht schälen und ist halt auch sehr vielseitig einsetzbar, ne? Der gutste. Ja, wenn ich hier irgendwann mal die Kerne draußen habe, dann werde ich ihn kurz schnipseln und werden die anderen Zutaten vorbereiten. Da sind wir wieder. Die allseits unbeliebte Schnippelarbeit haben wir nun erledigt. Die Kohlen sind durchgezündet. Wir gehen jetzt endlich an den Dutch Oven und dann legen wir zusammen mal los. Ja, wir werden jetzt die Zwiebeln so ein bisschen anschwitzen, geben hier noch ein bisschen Öl rein. So, Zwiebeln sind angeschwitzt, jetzt kommt der gute Kürbis mal hinzu. Ich glaube, wir kriegen gar nicht alles da rein. Wir kriegen nicht alles rein, das macht aber nichts. Da haben wir noch ein bisschen über, den kann man ja gut einfrieren. Oder ich vakuumiere den und hau den mal in ein Sous-Vide-Becken rein. Ein bisschen Butter, ganz wenig Gewürze als Beilage. Das ist auch eine geile Idee. Ne? Kann man doch mal machen. Dann habe ich für morgen auch noch Essen. Ja. So, den Knobi und auch den Ingwer dazu, bitte. So, Freunde, unsere Kürbisse sind jetzt hier ein bisschen angeschwitzt in unserem kleinen Dutch Oven. Jetzt können wir schon mal unsere Hühnerbrühe mit dazugeben. Ein Schlückchen Wasser, mit dem füllen wir noch auf. So reicht das schon. Wir noch einmal kurz unter, dass alles unten liegt. Jawohl. Dann von der Limette, die pressen wir aus. So ein bisschen Säure mit reinkommt. Die legen wir auch mit rein. Das ist Bio-Limette, die lassen wir jetzt mit auskochen. Machen wir die ganze rein, dass wir eine schöne Note rankriegen. Hier zum Schluss werden wir abschmecken. So, die zwei Schätzchen hier rein. Ja, das Zitronengras nehmen wir auch, ne? Sehr richtig. Den machen wir hier. Knicken wir mal ein bisschen. Auch rein. Genau. Wichtig ist, wenn ihr Zitronengras benutzt, dass ihr mal richtig schön auf der Tischkante oder sowas mal drauf klopft, dass es ein bisschen bricht. Dann kriegt ihr das volle Aroma. Ja, da kommen die ätherischen Öle raus. So, und zum guten Schluss geben wir unsere Habanero voll Knobi und so aus Witzenhausen dabei. Die schneiden wir nicht auf. Die sollen nur ganz leicht ein bisschen Schärfe abgeben, damit das ein bisschen mehr Spaß im Mund macht. Und das wäre schon. Mal Deckel drauf. Das lassen wir jetzt erstmal schön vor sich herköcheln. In der Zwischenzeit werden der Leon und ich das Brot vorbereiten und dann wird es auch nicht mehr lange dauern. So, ihr Lieben, während unser Kürbis jetzt fleißig vor sich hinköchelt, werden wir jetzt mit unserer Suppenschüssel anfangen. Da hat der Leon hier unser Brettchen mit dem Brot drauf. Dankeschön. Bitte sehr. Und hier basteln wir jetzt unsere Suppenschüssel raus. Da werden wir jetzt den Deckel abschneiden. Ein richtig schönes, uriges Bauernbrot geholt hier. Das sollte dazu sehr gut passen. Und dass wir den Deckel
bisschen knapp abschneiden. Eine Suppe kriegen wir dann da rein. So, jawohl, das sieht auch wunderschön aus. Das werde ich jetzt dem Leon geben. Der wird mit dem Löffel das Innere des Brots rausholen. So umstechen. Das werden wir aber nicht wegschmeißen. Damit werden wir auch noch was Tolles machen. Das zeigen wir euch dann gleich. Das kleine Bienchen hier hat auch Hunger. Dann fahren wir einmal drin herum. Da wir die Rinde nicht kaputt machen, sonst wird uns dann unsere leckere Kürbissuppe nachher auslaufen. So. Und dann können wir hier mit dem Löffel schön die Stückchen hier rausholen. Jawohl. So, das wird mein kleiner Assistent weitermachen. Und beim nächsten Schritt sehen wir uns dann gleich wieder. Nun haben wir das Innere aus dem Brot rausgeholt und in diese Schüssel gefüllt. Genau, das werden wir jetzt aber nicht wegschmeißen. Das nimmt jetzt der Leon und wird das in kleine Stückchen reißen. Das geben wir in diese Schüssel rein. Wir werden es in der Pfanne noch ein bisschen anrösten, dass es ein bisschen crunchy wird. Das geben wir dann zu unserer leckeren Kürbissuppe mit dem Schinken dazu. Wie gesagt, die Suppe dürfte auch gar nicht mehr so lange dauern. Wenn das der Leon fertig gezupft hat, gehen wir mal nachgucken und dann wird es verdammt lecker werden. Nachdem Leon nun das Brot gezupft hat, habe ich mal den Dutch Oven mal runtergeholt. Ja, schaut euch das mal an, ist alles weich gekocht. Wir werden jetzt das Zitronengras und die Limonen werden wir jetzt schön entfernen. Anschließend werden wir das Ganze pürieren. Und dann mal gucken, wie die Konsistenz ist. Jedenfalls nochmal Wasser hinzufügen, nochmal aufs Feuer geben. Ja, ganz wichtig. Die muss auch unbedingt raus. So, wir pürieren das Ganze jetzt mal durch. Ja, Freunde, wir haben hier nochmal ein bisschen Wasser dazu gegeben, nochmal einen halben Liter in etwa. Ich wollte es gerne ein bisschen dicklicher haben, ist nicht ganz dünn. Und ja, jetzt geben wir noch ein paar Gewürze dazu. Dann geben wir von unserer Gewürzmischung, von dem Baharat Gewürzmischung dazu, etwa einen halben Esslöffel. Rühren das Ganze mal durch. Da das Zeug sehr scharf ist und sehr viele Bitterstoffe enthält durch die Zusammensetzung, werden wir uns langsam daran tasten. Jetzt geben wir die Suppe gleich aufs Feuer, dass sie noch mal richtig schön aufkocht. Und ich denke, dann werden wir noch einmal den Geschmack prüfen und gegebenenfalls noch mal nachwürzen. Und dann sollte es auch irgendwann mal lecker werden, würde ich sagen. Ne? Ja, Freunde. Unsere Kürbissuppe ist jetzt endlich fertig. Die zieht jetzt noch ein bisschen durch, ist noch schön heiß. In der Zwischenzeit werden wir jetzt unsere Brotstückchen anrösten. Die gusseiserne Pfanne hat auch schon Temperatur angenommen. Hier geben wir jetzt ein bisschen Öl rein. Nicht, dass uns das ankleben tut. So, dann kommt der Leon mit unseren Brotkrümeln. Einmal rein damit bitte. Jawohl. Die braten jetzt ein bisschen knusprig da drin an, dass die von allen Seiten ein bisschen Röstaromen haben. Einmal ganz kurz unterrühren. So, wenn die noch was Farbe gekriegt haben, nehmen wir die schon wieder runter. Ein paar Minuten später haben wir es geschafft. Unser Brot ist richtig schön angeröstet hier. Richtig schön knusprig. Das nehmen wir jetzt runter. Geben das hier drüben in eine Schüssel rein. Und da hört ihr, wie knusprig das ist. Jetzt nehmen wir die Pfanne nochmal auf die Hitze. Hier werden wir uns jetzt noch ein paar Kürbiskerne kurz drin anrösten. Die machen wir nur ganz kurz warm, dass sie ein bisschen Röstaromen kriegen, dadurch mehr Geschmack kriegen. Die geben wir als Topping auf unsere Kürbissuppe. Ich würde sagen, wir bereiten jetzt schon mal, schicken unser kleines Tellerchen vor. Und wenn wir dann endlich ans Kosten gehen, dann seid ihr wieder mit dabei. So Freunde, wir haben uns jetzt hier schon mal ein richtig schönes Brettchen fertig gemacht. Mit dem Brot, was angeröstet ist, den Schinken, den wir zu Rosen gefaltet haben vorhin. Ein bisschen Dekoration unserer tollen Suppenschüssel, die wir jetzt erstmal mit unserer verdammt leckeren Kürbissuppe füllen werden. Das klappt doch super hier, ey. Wunderhübsch. Hier noch ein bisschen was fürs Auge hin. Schwupps. So, jetzt werden wir auf unser Brot, geben wir hier von Costas Olivenöl noch etwas. Leute, müsst ihr unbedingt mal probieren. Echt top Qualität hier. Das hat er uns zum Probieren gegeben. Machen wir ein bisschen was drüber. So, vielleicht irgendwie Geschmack mit dran kriegen. Also ich kann nur sagen, das Öl, das ist wirklich, das lohnt sich. Ja. Es ist zwar teurer, aber es lohnt sich. Das ist wirklich tolle Qualität hier. Und als i-Tüpfelchen hat der Costa auch noch ein selbstgemachtes Salz. Da geben wir noch eine Prise drüber. Jetzt haben wir noch unsere Kürbiskerne. Da geben wir hier auch unsere Suppe noch ein bisschen was drauf. Als Topping. Hier vorne ein paar hin. Sieht immer schön aus. So, und fertig ist es.
mit unserer Kürbissuppe mal etwas anders. Das werde Chris und ich probieren. Und wie das schmeckt, das seht ihr jetzt. Jetzt kommen wir nun zum schlimmsten Teil der ganzen Nummer. Der Teller ist ja nicht angerichtet. Wir müssen jetzt probieren. Sowas aber auch. Ja. Ich glaube, das ist eigentlich doch das Schönste. In diesem Sinne, Löffel auf. Stößchen. Und dann ran an den Speck. Kosten wir mal. Oh, die Suppe ist richtig schön sämig geworden hier. Ich finde es gut. Ja, wirklich klasse. Ich probiere jetzt auch mal den Brot mit dem Schinken hier dabei. Das solltest du unbedingt. Das musst du unbedingt machen, ja. So. Das kommt wirklich klasse. Mit der Suppe dazu, ein bisschen Schärfe, das Olivenöl mit dem Schinken und dem knusprigen Brot. Hammer. Hammer. Gute Worte. So Freunde, wir lassen uns das jetzt erstmal schmecken. Macht das unbedingt mal nach. Schmeckt sehr lecker. Ja, auch mit wenig Zeug kann man viel machen. Und in diesem Sinne. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne einen Daumen nach oben hier lassen. Ja, abonniert weiterhin den Kanal. Oder schreibt uns auch gerne mal in den Kommentaren unten rein, was ihr davon haltet. Wir würden uns sehr darüber freuen. Sehr richtig. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Heiko, Leon und Christian von Leuchtberg Barbecue. Tschüss.